Excel bietet spezielle Funktionen, die es ermöglichen, dass häufig wiederkehrende Abläufe aufgezeichnet und später wiedergegeben werden können, ohne dass man da diesen ganzen Ablauf nochmal manuell durchgehen muss. Das nennt man Makros und diese Makros kann man aufzeichnen, wenn man im Registeransicht ganz rechts auf die Befehlsgruppe Makros klickt. Da sehen wir, da gibt es drei Befehlsschaltflächen mit Makro aufzeichnen. Da wird alles, was ich jetzt tue, aufgezeichnet. Das Makro bekommt einen Namen. Meine Seitenränder nenne ich das, weil ich will das Seitenlayout bearbeiten. Den Namen des Makros habe ich hier vergeben. Man kann das speichern in der persönlichen Makroarbeitsmappe, wenn es praktisch in allen in Frage kommenden Excel Arbeitsmappen genutzt werden soll. Die persönliche Makroarbeitsmappe ist also das, was im Hintergrund immer aktiv ist, wenn ich Excel starte. Es kann auch in eine neue Arbeitsmappe gespeichert werden, wenn ich das so entwickeln will oder ich will es weiter bearbeiten. Ich kann es aber auch in diese Arbeitsmappe ablegen, wenn es nur damit Sinn macht. Das ist hier nicht der Fall, deshalb ist die persönliche Makroarbeitsmappe genau das Richtige. Man kann hier noch eine Beschreibung einstellen, zum Beispiel 2 cm oben und unten. Weil standardmäßig ist da wohl etwas mehr eingetragen. Und jetzt ist alles eingestellt, was bei dem Makro in der Vorarbeit zu erledigen ist. Ich klicke auf OK und jetzt wird alles protokolliert. Ich gehe auf das Register Seitenlayout, wähle dort die Schaltfläche Seitenränder und gehe dort auf benutzerdefinierte Seitenränder. Und die stelle ich ein, oben 2 cm, unten auch 2 und rechts einen. Und die Kopfzeile, die soll auch bei einem stehen und die Fußzeile ebenfalls auch bei 1 cm Abstand. Das, was ich dann immer auszuführen hätte, wenn ich genau diese Einstellung haben will, das ist jetzt protokolliert. Ich klicke aber zunächst noch auf OK und beende dann das Makro. Das geht wieder über das Register Ansicht und dort steht bei Makros Aufzeichnung beenden. Das Makro ist aufgezeichnet und bei der Aufzeichnung wurde auf dieser Tabelle natürlich auch schon der richtige Rand eingestellt. Das sollte jetzt mal geprüft werden, ob das Makro auch bei anderen Arbeitsmappen funktioniert. Dazu schließe ich dieses hier, diese Mappe. Änderungen speichere ich jetzt mal nicht. Und ich habe jetzt eine weitere Mappe schon im Hintergrund. Da sind die Ränder noch nicht so eingestellt, wie das Makro das ausführen würde. Sieht man schön in der Seitenlayout-Ansicht, da hat man hier relativ breite Ränder. Und das will ich jetzt mal ändern, indem ich hier mit dem Makro die Ränder anpasse. Ich klicke hier wieder auf die Befehlsgruppe Makros und wähle Makro anzeigen. Die vorhandenen Makros, das ist bisher nur dieses eine, die kann ich hier ausführen. Ausgewählt ist es. Ich klicke auf Ausführen und achte hier auf die Ränder. Und wir sehen, jetzt ist der obere Rand und auch der rechte Rand, der ist jetzt neu eingestellt worden durch das Makro. Wir sahen eben nur scheinbar so ein Zucken und das war die Einstellung, die durch das im Hintergrund laufende Makro dann vorgenommen wurde. Jetzt will ich zeigen, wie man das Makro denn auf eine Schaltfläche in der Schnellstartleiste legt. Gehe hier rechts auf das kleine Symbol und wähle dort weitere Befehle. Damit kann ich die Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen. Dort gibt es bei den Einstellmöglichkeiten die häufig verwendeten Befehle, die hier voreingestellt sind. Aber wir sehen, da gibt es auch Makros als Eintrag und da tauchen die vorhandenen Makros und das ist bisher nur dieses eine auf. Wenn ich dann auf die Schaltfläche hinzufügen klicke, dann steht das hier auch. Das würde jetzt mit diesem Symbol erscheinen, so wie die Seitenansicht und das Speichern auch schon da erscheinen. Aber ich möchte ein schöneres Symbol haben,
was auch so ein bisschen auf die Seiten hindeutet. Und da klicke ich hier unten auf die Schaltfläche Ändern und suche mir aus diesem Vorrat an Symbolen etwas aus, was also diese Seitenränder irgendwie verdeutlichen soll. Und das ist dieses kleine Bild hier. Gehe auf OK und jetzt steht das auch hier. Bin fertig, ich habe das zugeordnet und auch ein eigenes Symbol ausgewählt. Das taucht jetzt hier auf. Und wir sehen, wenn ich mit dem Mauszeiger auf das Symbol gehe, dann wird der Makroname meine Seitenränder angezeigt und dass er aus dieser persönlichen Makroarbeitsmappe Personal XLSB kommt, das sehen wir ja auch. Ich klicke mal darauf, es zuckt wieder, aber die Ränder waren ja vorher schon so eingestellt und da ändert sich jetzt auch nicht viel dran. Wenn Sie vorher was anderes als 2 cm oben und unten gehabt hätten, dann wäre das jetzt wieder auf 2 cm eingestellt worden. Das Makro funktioniert also auch über die Schnellstartleiste.